Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Wir waren heute auf einem Campingplatz und jetzt geht's weiter. Es ist noch ziemlich früh, die Sonne kommt gerade erst raus, aber immerhin kommt sie raus. Wunderbar. Ja, bleibt scheinbar so heute. Und wir fahren jetzt zum Stegastein. Genau. Also vorne Glas und dann gucken wir mal, wie weit sie vorgeht, die Junge. Ja, vor allem die Straße nach oben. Ja, deswegen fahren wir ja jetzt, damit es schön leer ist und dann können wir nach oben weiterfahren. Okay, kommt mit. Gut. Von Flam ging es dann zunächst mal weiter Richtung Auerland und jetzt sind wir bereits auf der Passstraße, die von Auerland hochgeht zum Stegastein. Das ist eine Passstraße, die das ganze Jahr befahrbar ist. Da soll sogar teilweise in den Sommermonaten noch Schnee liegen. Wir hatten jetzt auf der Straße direkt keinen Schnee mehr oder auch am Rand, aber man hat natürlich auf den gegenüberliegenden Bergen schon gesehen, dass hier überall noch Schnee ist. Ja, und was auf solchen Straßen dann immer natürlich passiert, ist der Gegenverkehr. Deshalb sind wir auch relativ früh losgefahren, damit wir nicht gar so viel Gegenverkehr auf dieser einspurigen Straße haben. Wie ihr seht, sie zieht sich weit nach oben und mit den paar Ausweichbuchten, wenn da richtig Verkehr ist, dann wird es, glaube ich, ganz schön heftig. Beim Hochfahren dieser Bergstraße war ich so konzentriert, dass mir erst später beim Videoschneiden aufgefallen ist,
wie schön doch die Landschaft um mich herum war, wie bereits die Sonne die Berghänge links und rechts beschienen hat, das habe ich beim Fahren tatsächlich alles nicht wahrgenommen. Die Strecke verlangt einem schon was ab, selbst wenn man schon bergerfahren ist und Bergstrecken des Öfteren gefahren ist. Wenn ihr dann um die letzte Kurve kommt, erwartet bitte keinen großen Parkplatz. Es ist wie immer in Norwegen, die Parkmöglichkeiten sind eher begrenzt. Also da ist es schon gut, wenn man früh am Morgen kommt oder wenn eben wenig los ist. Spät am Abend zum Sonnenuntergang. Ja, da glaube ich eher spät am Abend werden vielleicht viele da sein. Es haben auch einige dort oben geschlafen, in Hängematten oder in Autos. Komm, geh vorbei. Trau dich. Dreh dich rum. Ja, Schritt zurück. Ja, 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 ja. Suppi, es geht doch. Lauf. Ganz schnell. Die Lauffahrt war doch viel schlimmer. Fritz. Thank you.
ist der Wahnsinn, wie hier der Fjord reingeht. Wir verlassen diesen schönen Ort. Gott sei Dank waren wir früh am Morgen, keine Leute. Eigentlich haben wir es ja wegen der Auffahrt gemacht, damit uns nichts entgegenkommt, weil hier geht es schon heftig rauf mit dem Wohnmobil. 7,5 Meter, das musst du erst mal packen. Gell? Wir sind dann vom Aussichtspunkt Stegerstein die Passstraße weitergefahren. Die Passstraße geht durch das Auerland Fjellet von Stegerstein bis nach Lardal. Der höchste Punkt liegt auf 1306 Meter. Sie wird auch die Schneestraße genannt, weil auch im Sommer links und rechts des Weges noch Schnee zu finden ist.
Ja, und wenn dann Tunnelarbeiten sind in Norwegen, dann dauert es halt ein bisschen länger. Wir standen da gut eine Viertelstunde, bis dann irgendwann das Fahrzeug vor uns die Freigabe hatte, den Tunnel zu durchfahren, und wir mussten in der Kolonne hinterher. Ihr seht uns hier bei der nächsten Bergauffahrt. Ja, wenn man das erste Mal in Norwegen ist, ist man tatsächlich etwas überrascht, wie langwierig die einzelnen Strecken sind. Eigentlich wollten wir ja zum Geiranger. Und so naiv wie wir waren, dachten wir, das schafft man an einem Tag. Und haben ganz übersehen, dass es ja unterwegs noch viel zu sehen gibt. Und vor allem rauf und runter ging. Jetzt waren wir auf dem Weg in den Jotunheimen Nationalpark. Und da ging es also wieder erstmal richtig hoch. In der wohl schönsten Bergregion Norwegens, dem Reich der Riesen, in dem auch die altnordischen Götter ihren Wohnsitz hatten, erheben sich die höchsten Gipfel des Landes. Der größte Teil der einmaligen Hochgebirgslandschaft Jotunheims steht seit 1980 als Nationalpark unter Schutz. Wer den Göttern einen Besuch abstatten will, kann dies auf unzähligen Wegen in allen Schwierigkeitsgraden tun.
Pets. Die kommen erst recht, wenn du hupst, weil die haben Hunger. Ich würde mal rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts ist scheiße. Die stehen genau vor dir, die brauchen Schutz. Brauchen die. Hau ab! Die sind noch da. Ich weiß. Jetzt sind's weg. Ja, du musst einfach fahren, sonst ginge die nicht. Das ist der Hammer. Unser Stellplatz für heute Nacht. Ist zwar direkt neben der Straße, aber da fährt nachts keiner mehr. Davor ist ein See. Und wir gehen noch ein bisschen mit der Emma. Stellplatz für heute Nacht mit einem See davor. Im Hintergrund der Wasserfall. Weiter im Hintergrund der Gletscher. Ich glaube, das ist sogar der höchste Berg hier in Norwegen. Wenn nicht, dann ist es der zweithöchste. Oh, Jule ist auch da. Na, das passt doch alles. Ich habe ein Ferienhaus. Ferienhaus haben wir auch schon gefunden. Bisschen weit weg von uns. Wir haben doch gar keine Ferien. Das stimmt. Wir könnten angeln. Ja, aber hier bei diesem See Fishing-Lizenz. Angeln hätten wir dabei. Lizenz könnte man sich holen. Da wir aber eh keine Ahnung vom Angeln haben. Machen wir einfach unser Zucchini mit irgendwas. Lachs haben wir noch. Nürnberger Bratwurst. Nürnberger Bratwurst haben wir. Thüringer. Thüringer haben wir auch noch. Ja, dann passt da, dann mix mehr. Alles klar. Jo. Das war's von heute. Ganz vergessen, ich habe ja nur die eine Seite gefilmt. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Schnee auf die Bärsche. Wir sind so mittendrin irgendwie so 500 Meter hoch. Waren heute schon wesentlich höher. Sieht man an der Gesichtsfarbe von Jule. Sie ist wieder da. Die Serpentinen waren ja heute ein bisschen zu viel. Der Hugo hat es gut überstanden.